Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 220. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator. Version 1.6 mit den Hard Economic Mod von Klaas und da ist schon der nächste Flieger. So, bevor ich es vergesse. Doch, geht. Gate. Na, ist da vorne los hier. Ja, schöne Grüße von der Interstate 40, ne? Sind hier unterwegs. Ja, letzte Folge, wer es gesehen hat, in Holbrook in Arizona geladen. Mittlerweile sind wir schon im Bundesstaat Kalifornien mit unseren 33.000 Pounds Aromaten, die für Oakland in Kalifornien bestimmt sind. Ja, es ist quasi später Nachmittag in Kalifornien hier. 4.30 Uhr. Und gleich 5 Uhr. PM. So, wo geht's jetzt hier lang? Ah, Basto geradeaus. Ja, also man merkt es auch noch mal nachmittaglicher Berufsverkehr. So, hier steht jetzt keiner auf dem Standstreifen, weil da fährt nämlich unser Trailer jetzt lang. Der lange Dreiachser-Tanker. Hauptsache, der bleibt auch auf der anderen Spur mit seinem Kenworth. Natürlich nicht! Oh! So schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. So schnell konnte ich nicht reagieren. Ich habe ihn im Auge behalten, aber. Ja, genau, nämlich deswegen hier, weil die rechte Spur dann meistens zur Abfahrt wird. Bei mehrspurigen Straßen in den USA. Ja, das hat die KI noch nicht raus. Die checken das nicht. Also die KI guckt quasi nur. Die guckt quasi nur, ob die Spur, wo sie hinfährt, im seinen Fall jetzt von ihm aus gesehen die rechte Spur, ob die frei ist. Und wenn ja, dann fahren sie rüber. Weil sie nicht beachten, ob die zweite Spur von rechts, ob da jemand ist mit eingeschalteten Blinker. Das müsste die KI eigentlich nur abfragen, um sowas zu verhindern. Und das macht sie nicht. Das macht sie nicht. California 58 nach Bakersfield. Unsere Straße. Ja, und das macht die KI nicht. Und wie gesagt, durch das eben noch so eine Rechtskurve war,
war aber kurze 35er-Zone hier. Durch dass das eben noch so eine Rechtskurve war und ja, konnte ich da das Steuer nicht hart genug rumreißen, um den halt wieder auszuweichen. Ja, ist schade. Schade, wenn mal sowas passiert, aber. War natürlich Strafe, gell? Strafe bezahlt. Ich habe Strafe bezahlt. Ich habe eigentlich, und das mache ich ja eigentlich immer so und versuche das immer so zu machen, auch in der Realität, frühzeitig zu blinken. Das will ich mir, gebe es zu, habe es früher auch so gemacht, aber bin gerade dabei oder war schon dabei, mir das abzugewöhnen, dieses, ne, ich ziehe rüber und gleichzeitig fange ich an zu blinken, jetzt mal so als Beispiel. Das ist, da brauche ich auch nicht mehr blinken, das ist vorbei. Sondern dass man eben erstmal rechtzeitig blinkt so und dann nach dem Blinken, nach dem Einschalten des Blinkers, dann den Vorgang des Spurwechselns einleite. Hier ist es jetzt ja nicht so dramatisch, ich meine, es ist ja nur eine Spur da am Anfang. Aber ja, die KI, die man beobachtet, wenn die den Blinker anmachen, wenn der Blinker das erste Mal angeht, dann ziehen die auch schon rüber. Ja, das ist quasi Einschalten des Blinkers und rüberziehen ist ein Vorgang. Was es eben schwer macht, in solchen Situationen zu reagieren. Ja, den jetzt mal hier beobachten, vielleicht fährt er vor mir rechts rein. Ne, macht er natürlich nicht. Ah, ihr wisst sicherlich, was ich meine. L.A., na, da wollen wir nicht hin. Ja, unser Kutscher ist auch müde. Eine Stunde Fahrzeit. Ich habe es jetzt nur ganz kurz gesehen, aber hat mir gereicht. Eine Stunde Fahrzeit haben wir noch. Ich wollte das eigentlich nicht wegmachen. Ich dachte, ich habe am falschen Knopf gedrückt, habe ich aber nicht. Ja, und ja, eine Stunde Fahrzeit, würde ich mal sagen. Wenn wir die nächste Möglichkeit finden, Basis zu machen, nutzen wir die auch. Ja, sonst kommen wir hier nicht mit den Bobs an der Wand. Und davon haben wir schon eine Möglichkeit, wie ich sehe. Was soll denn das sein? Ach, aber nur so ein Truckstop, so ein. Noch eine andere Möglichkeit. Ah, da kommt dann schon Bakersfield. Nö. Nö. So. Naja, gut. Aber ein bisschen. Ach du Scheiße, was sind das hier alles für Baracken? Ey, das ist ja Wahnsinn. Ey. Hier ist ja. Ist ja der Krieg ausgebrochen oder was? Das ist ja Wahnsinn. Ach, hier kann man so drum rumfahren, ist aber schön. So ein bisschen staubig hier, aber irgendwie doch schön, hat was. Schön klein neben der California 58 hier, gleich neben dem Highway. Richtig geil finde ich sowas. Dass du richtig was davon hast. Ich meine, ich hätte mich jetzt erwähnt, sie haben mit dem Führerhaus Richtung dieser Absteigen da stellen können und da sehe ich überhaupt nichts in dem Spiegel da hinten, im rechten.
Ja, ich glaube, wir brauchen ja sowieso kein großes Gewitz morgen, weil so viele Kollegen werden hier nicht noch kommen. Bleiben jetzt einfach mal so stehen. So. Prima. Ja, Differential, hier passiert nichts, Differentialsperre. So, packen wir hier. Machen wir hier unser Bäuschen. Was haben wir jetzt noch an Restfahrzeit? 0 Minuten. Gut, würde ich mal sagen. Bevor es hier nochmal klingelt in der Kasse und wir Strafe bezahlen müssen. Oh, schön um 8 Pause gemacht hier, 6 Uhr morgens geht's weiter. Motel. Wo soll das sein? Die wollen mir doch nicht wirklich erzählen, dass die da noch Zimmer vermieten. Gottes Willen, ey, nur gut, dass ich die Schlafkabine hinten dran habe. Das wäre mir ja. Kriegst du ja sonst was hier? Fängst du irgendwelche Krankheiten ein, wenn du da pennst? So, gut, okay. Nur einen kleinen Schluck hier. Also Kaffeetasse, also Nachtschwärmertasse. Ich kann Kaffee nur trinken, wenn ich dabei aus dem Fenster gucke. Geht nicht anders. Ganz seltene Krankheit, die ich da habe, aber hat keine weiteren Nebenwirkungen. Was sorgt er eigentlich hier, wenn der hier sorgt, hier mit seinem Öl eigentlich? Das ist der aktuelle Druck. Das ist die Wassertemperatur. Das ist die Öltemperatur. Brake. Öl 25, 50, 75, 100. Soll das der Öldruck sein oder was? Könnte der Öldruck sein? Der ist tatsächlich auf Null. Aus irgendwelchen Gründen. Also die Lampe ist nicht grundlos an. Aber es wird eben auch nicht simuliert. Von daher ist es eigentlich wurscht. Was wiederum schade ist. So. Hä? Achso, die hatte ich vorhin schon. Hm. Ja, müssen wir ja nicht. Ja, müsste ja nicht nun jetzt. Seht's mir nach. So, das wird natürlich jetzt ein Schauspiel hier. Ich dachte, ich fahre ein bisschen zügig mal auf die Straße zu, um den Leuten Angst einzujagen, aber irgendwie schrecken die von nichts zurück. Die halten einfach drauf. So nach dem Motto, der ist ja dann schuld. Ja, auf jeden Fall lässt er sich schön erfahren, rein vom Schalten hier. Man kann wieder schön anfahren im zweiten Gang hier. Wundert mich ein bisschen, weil eigentlich kein... Okay. Differentialsperre war drin. Geht doch. Ich habe vorhin ein paar Mal drauf gedrückt, ja. Dass wir da überhaupt abbiegen konnten, wundert mich. Dass wir da abbiegen konnten, wundert mich. Also hier auf den Highway drauf fahren. Ohne dass er irgendwie Faxen gemacht hat. Weil mit eingeschalteter Differentialsperre um eine Kurve fahren, konnt ihr schnell mal ein paar 1000 Euro kosten, weil nämlich irgendwas kaputt geht. Krass, also unterstützt der FAB die Differentialsperre. Wahrscheinlich fehlt nur noch, ja, irgendwie mal eine Animation oder irgendwas, dass man das da mitkriegt. Ja, ich meine, ich könnte zwar den Knopf drücken hier, aber müsste wenigstens mal noch ein Lämpchen angehen, hier eine Kontrolllampe oder mal wenigstens ein Klicken im Cockpit hören zu sein, dass man hier irgendwie einen Schalter betätigt hat. Das wäre schon nicht verkehrt. Ja, damit eben nicht der Eindruck entsteht, dass dieser Knopf nicht belegt ist. Haben wir jetzt irgendwelche Schäden am Fahrzeug schon, oder?
wollte es nur ein Warnhinweis. Ne, es geht. Also es wird Verschleiß sein, der Rest. Ah, hinter uns sind die Cops. Da jetzt zu lange warten hier mit unserem Speed Limit, dass wir uns darauf einschießen. Kriegen wir wahrscheinlich Probleme, wenn da die Cops sind. Oder waren? Ach, hier sind sie doch, hier neben uns sind sie jetzt. Ja, es ist dann schwierig. So, endlich mal ein bisschen Stadtverkehr. Klingt ironisch, ist es aber nicht. Jetzt hier anderthalb Folgen, kann man sagen. Nur mit Tempo 9 gefahren. Nur mit Tempo 9 gefahren. Einziger Gangwechsel fand zwischen der großen 8 und der kleinen 8 statt. Ist mal schön, ist mal schön entspannt. Aber ich muss sagen, ich bin ja mal froh, wenn ich wieder mal ein bisschen hier mein SKRS benutzen kann, darf, soll. Und muss sagen, ich komme mir gerade echt vor wie ein rechter Trucker. Weiß nicht wieso. Macht gerade wieder richtig Laune hier. Der FLB läuft wieder ordentlich. Der FLB läuft wieder ordentlich, man kann vernünftig anfahren, man kann vernünftig schalten, die Übersetzung ist ordentlich gemacht. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht hinsehen, dass da mal ein Patch kam für den FLB, aber wer weiß, keine Ahnung, ich nehme es so hin, es ist schön geworden. Ich weiß nicht wieso, aber es ist schöner jetzt wie vorher, von daher werde ich da auch einen Teufel tun und mich darüber aufregen oder da mich irgendwie zu beschweren. Wir nehmen es mal so hin, freudestrahlend. Ah ja. Das muss ich sagen, hier die KI, ne, das stellt sich gar nicht mal so doof an. Machst einen Blinker an hier, dann hält der schon von vornherein. Hier macht der dahinter uns jetzt hier in unserem Fall ein bisschen langsamer. Machen hier eine Lücke auf. Finde ich gut, haben sie richtig gut gemacht. So, ja, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Wir sind jetzt hier in Bakersfield. Und von da aus führt uns die California 99 nach Norden, an Fresno vorbei, bis nach Oakdale. Und von Oakdale aus geht's dann nach Oakland, zu unserem Ziel, zu Oakland Shippers, die dann die Aromaten entgegennehmen, hoffentlich. Irgendwie habe ich hier gerade ein Schild vermisst, ne? Mal irgendwie sowas hier rechts abbiegen, kommst du auf die California 99 oder irgendwas. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt davon, wenn sowas ausgeschildert wird. Oh, da ist noch ein... gut, okay. Den habe ich jetzt ein bisschen spät gesehen hier, den grünen. Ich wollte den silbernen noch ausbeschleunigen. Der grüne hat hinterher eine Gefahrenbremsung gemacht wegen mir, naja gut. Hätte ich an seiner Stelle vielleicht auch gemacht, ja. Wenn so ein riesen Tanker auf einmal neben mir kommt, neben mir fährt und immer weiter nach links zieht. War aber keine Absicht. Wäre er weitergefahren, ich wäre jetzt einfach ein Stückchen nur auf der Standspur gefahren, wäre dann nach dem Grün rausgezogen. So war der eigentliche Plan.
Ist hier noch irgendwas aktiviert oder was? Geht's hier bergauf oder was ist jetzt hier das Problem? Ah, sorry, gell? Ja. Wollte dich nie erschrecken. Fresno. Fresno, das nächste Etappenziel. Oder weißt du, das habe ich dich, weißt du? Nee, du kommst von weiter hinten. Du kommst von weiter hinten. Hier war man noch nie. Sehe ich gerade auf dem Navi, dass das alles noch grau ist. Zählt aber mit zu Fresno. Ja, kann auch sein, dass es durch das Project West Kartenupdate ist, das jetzt grau ist, deswegen, dass wir vielleicht vorher schon mal hier waren und nach dem Kartenupdate hier das alles wieder hinfällig ist. Kann man ja nicht ausschließen. Das ist eben der Nachteil, wenn man so Kartenmods immer mal wieder installiert oder deinstalliert, mal was Neues ausprobiert. Weil manchmal solche Fortschritte, was die Erkundung der Karte angeht, zurückgesetzt. Ah, da mache ich jetzt mir auch keinen harten. Also das ist mir eigentlich wurscht. Dafür können wir mal was Neues ausprobieren. So war ich ein bisschen irritiert im Spiegel. Seht da hinten fährt so ein roter Pickup. Ich habe ja seit der letzten Folge das Traffic Pack von Jazzy Cat aktualisiert, alle Traffic Packs. Das habe ich gedacht, kurzzeitig, dass bei dem vielleicht irgendwie eine Textur fehlt. Ne? Ihr wisst vielleicht, wenn der die Textur nicht findet, der Simulator, dann sind die auch so knallig rot und mit so schwarzer Schrift steht immer drauf, hier Texture not found oder irgend sowas. Deswegen habe ich jetzt gedacht, hier, der hat die Textur nicht gefunden, aber nee, der ist tatsächlich rot lackiert. Alles gut, alles prima, kannst weiterfahren. Nur alles ein bisschen im Auge behalten. Heute ist auch Dienstag im Spiel, also heute bis spätestens 7.30 Uhr PM. Oder wie wir Europäer sagen würden, bis 19.30 Uhr. Müssen wir abgeladen haben. Wenn das stimmt, ganz kurz einen Blick auf meine Ladepapiere. Ach, gelogen, 21.30 Uhr bis 21.30 Uhr, also bis 9.30 Uhr PM haben wir Zeit. Ja, noch besser. Aber ich vermute mal, wir werden so, das ist doch das Zeiteisen, halb 10 Uhr morgens, Knopperszeit, ja, Vormittag werden wir nicht mehr schaffen, aber frühen Nachmittag können wir abladen. Obwohl, dann sagt das nicht. Wenn wir Oakdale sind, ist es nicht mehr weit. Ein Stückchen nach Oakland drüber. Ist eigentlich nur ein Kötzensprung. Und am Fresno sind wir schon vorbei. Das nächste ist schon Oakdale. Steht denn hier dran? Pirates Bay, coming soon. Sagt mir was. Sagt mir was. Ach ne, hier ist das Fresno. Da waren wir vorhin nur wahrscheinlich. Das war vorhin noch gar nicht Fresno, wo ich gesagt habe, hier waren wir noch gar nicht. Hier kommt erst das richtige Fresno. Was war denn das da vorher? Fresno Süd oder was? Oder nur so ein Industriegebiet. Ja,
denke mal so, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, so zwischen 12 und 1 sind wir beim Kunden. Können ja schön zufrieden sein. Ja, Oakland Shipper, das ist unser Kunde, gehört, ich glaube, ich schon mal erwähnt. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir auf der California 99 noch entspannter fahren können wie auf der Interstate 5. Ja, es sind ja die Straßen, sie laufen ja weitestgehend parallel zueinander. Normalerweise sollte man ausgehen, also California 99 ist ja ein Freeway. Oder ein Highway. Nee, ist glaube ich ein Freeway. Müsste zu Freeway zählen. Quasi vergleichbar mit einer gut ausgebauten Bundesstraße bei uns in Deutschland. Und Interstates sind ja vergleichbar mit unseren... Boah, was ist denn hier los, ey? Interstates sind ja vergleichbar mit unseren Autobahnen. Grundsätzlich müsste man ja sagen, dass man auf der Interstate etwas entspannter fahren kann, weil keine Kreuzung und nichts, ne, und so weiter. Aber die California 99 ist so gut ausgebaut und von der Streckenführung auch so, ja, wie soll ich sagen, so, ja, easy, doch easy kann man sagen. Oh, jetzt kommt der Cascade ja hier. Ne, Freightliner XL war das, glaube ich. Das war ein XL. Von der Streckenführung so easy. Dass es bald entspannter ist, wie wenn du parallel dazu die I5 hochfährst. Weiß nicht, irgendwie habe ich so den Eindruck. Vielleicht hat man auf der Interstate 5 mehr Berge, mehr Hügel oder was, ich weiß es nicht, ich kann es euch nie erklären, aber ich wüsste immer so richtig, richtig entspannt, so richtig cool hier. Gut. Cool hin oder her, ich würde sagen, den letzten Teil der Route gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch bisher gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Abonniert, kommentiert, wisst ihr es durchhält und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Quatsch und Rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.